Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in den nächsten Minuten zeige ich dir, wie du für dein Nähprojekt das Schnittmuster ganz einfach vorbereiten kannst. Viel Spaß! Es gibt die verschiedensten Schnittmustervorlagen. Die bekanntesten sind sicherlich die von Burda. Aber auch in anderen Zeitschriften findest du immer häufiger Anleitungen, die auch schon für Anfänger geeignet sind. Daneben gibt es fertige Schnitte zu kaufen oder du schaust dich einfach mal im Internet um. Da findest du ganz sicher tolle Schnitte, die du zum Teil sogar kostenlos runterladen kannst. Hier musst du allerdings noch ein bisschen Bastelarbeit leisten und dir die Seiten ausdrucken und zusammenkleben. Die Schnittmuster aus den Zeitschriften haben den Nachteil, dass dort auf engstem Raum eine Vielzahl von Schnitten abgedruckt sind. Das ist etwas unübersichtlich und man kann sich bei dem ganzen Liniengewirr schon mal ganz schön vertun. Der Einfachheit halber zeige ich dir deshalb das Übertragen an einem von mir zusammengeklebten Schnitt aus dem Internet. Wenn du einen ausgedruckten Schnitt benutzt, kannst du natürlich das Schnittmuster direkt in der passenden Größe ausschneiden. Das hat dann aber den Nachteil, dass du den Schnitt nicht mehr so gut abändern kannst, falls er nicht passt. Und du kannst es nicht mehr für eine andere Größe benutzen, etwa bei Kinderkleidung. Zum Übertragen des Schnittes hat so jeder seine eigene Technik. Einige verwenden Backpapier oder Seidenpapier und es gibt sogar im Fachhandel extra Kopierpapier. Diese haben allerdings alle den Nachteil, dass sie nicht ganz durchsichtig sind und man sich beim Übertragen der Linien und Markierungen leicht vertun kann. Ich bevorzuge deshalb Kopierfolie und einen wasserfesten Stift. Die bekommst du entweder im Fachhandel oder, Achtung Geheimtipp, viel, viel günstiger im Baumarkt. Da heißt sie dann Malerfolie. Bei der Folie kannst du die Linien gut sehen und insbesondere bei gemusterten Stoffen geht der Zuschnitt später viel besser. Als erstes suchst du dir die Linie aus, die zu deiner Größe gehört. Die richtige Größe findest du in der zum Schnitt gehörenden Größentabelle. Falls du Schwierigkeiten mit dem Abmessen hast, kannst du dich auch an deiner üblichen Konfektionsgröße orientieren. Und bist du dir nicht sicher, nimm lieber eine Nummer größer, denn enger nähen kann man später immer noch. Wenn du dich für eine Größe entschieden hast, übertrage alle Linien sowie alle weiteren Markierungen wie Fadenlauf, Stoffbruch oder Schnittlinien so genau wie möglich. Welche Markierungen zu dem Schnitt gehören, kannst du auch in der Schnittübersicht sehen. Es ist auch hilfreich, direkt mit aufzuschreiben, welches Teil du gerade abhaust und in welcher Größe. Weißt du jetzt schon, dass du den Schnitt länger oder kürzer haben willst, kannst du an dieser Stelle schon ein paar Änderungen vornehmen. Soll ein Shirt beispielsweise länger werden, verlängere einfach die entsprechenden Linien unten am Saum um die gewünschten Zentimeter. Bevor du jetzt dein Schnittmuster ausschneidest, schau bitte in die Anleitung, ob bei deiner Schnittvorlage schon eine Nahtzugabe enthalten ist. Ist sie noch nicht mit dabei, solltest du dir die Mühe machen, diese nach dem Abmalen des Schnittes noch nachträglich mit einzuzeichnen. Dafür umrande die Außenlinien nochmal im Abstand von einem Zentimeter. Aber Achtung, die Seite mit der Beschriftung Stoffbruch darf auf keinen Fall eine Nahtzugabe bekommen, denn sonst wird das Teil später zu breit. Wenn du alle Teile entsprechend übertragen hast, kannst du dich an das Ausschneiden machen. Ich schneide immer so an den Außenkanten entlang, dass ich noch einen Teil der Linie übrig lasse. So kann ich später besser erkennen, wo ich den Stoff schneiden muss. So, ich hoffe, mein Video hilft dir bei der Vorbereitung deines Schnittmusters und falls du Fragen oder Anregungen hast, schreib sie mir einfach unten in die Kommentare oder schick mir eine E-Mail an anna@einfach-nähen.de. Ciao!